freundliche Einladung und die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen. Einmal ein wenig abseits von meinem Forschungsgebiet, das mich im Moment sehr stark beschäftigt, eben die komparative Theologie, ein wenig zurückkehren zu dem, worüber ich habilitiert habe. Das Thema Handeln Gottes, Divine Action Debate, alles, was damit zusammenhängt. Und ich will versuchen, Sie ein wenig einzuführen in die Debatte, Ihnen deutlich zu machen, warum das Handeln Gottes in die Krise geraten ist in der Gegenwart und mit welchen Modellen man versucht, es zu lösen und dabei natürlich die eigene Position versuchen zu profilieren und im Gespräch mit manchen Kollegen dann einen kleinen Lösungsversuch zu versuchen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin gespannt auf unsere Diskussion nachher. Also ich möchte beginnen mit den Gründen für die Krise der Rede vom Handeln Gottes. Eine Krise, die auch tief in die Theologie hineingeraten ist, die dazu führt, dass viele Theologen und Theologinnen eigentlich gar nicht mehr vom Handeln Gottes sprechen wollen, sondern allenfalls von einem Wirken Gottes. Und wenn von einem Handeln Gottes, dann ja nicht interventionistisch, das haben Sie ja sicher, wenn Sie Thomas Schärpe gehört haben, schon festgestellt. Warum diese Scheu, vom Handeln Gottes zu sprechen? Ich habe vier Gründe, die ich nennen will und die ich im Laufe meines Vortrags mit Ihnen abarbeiten will. Diese vier Gründe sind gleichzeitig auch die Strukturierung meines Vortrages und sie sind zugleich Anlass, die jeweiligen Modelle vorzustellen. Erster Einwand, das Freiheitsdenken der Neuzeit. Der Autonomiegedanke, der Gedanke, dass ich die Freiheit des Menschen im Netz nur ernst nehmen kann, wenn ich Gott eben nicht als jemanden denke, der intervenieren kann. Weil das immer so wirkt, als würde er meine Freiheit beschneiden. Ich will auf diesen ersten Einwand antworten, indem ich Ihnen das personale Modell des Handels Gottes vorstelle. Also ein Modell, das auf dem Freiheitsdenken der Neuzeit insistiert und von diesem Freiheitsdenken her einen Begriff des Handelns Gottes entwickelt. Zweiter Grund für die Krise vom Handeln Gottes in der Gegenwart ist der Fortschritt, Erkenntnisfortschritt der Naturwissenschaften und der eigentlich schon länger bestehende Eindruck bei manchen Naturwissenschaftlern, dass alles, also die Welt als geschlossenes Universum bedacht werden muss, in dem so etwas wie eine Intervention Gottes nicht vorkommen kann. Ich will auch diesen Einwand diskutieren, zunächst mal vom Freiheitsdenken her und dann die Diskussion erweitern mit einem zweiten Modell vom Handeln Gottes, nämlich dem kausalen Modell, das ich dann versuche, an einer transzendentaltheologischen Reformulierung Ihnen zu präsentieren und ins Gespräch damit dem personalen Modell zu bringen. Dritter Schritt dann. Der Vorwurf, dass die Rede von einem Handeln Gottes anthropomorph ist. Dass es anthropomorph ist, Gott personal zu denken, als eine Person, die mit den Menschen interagiert, als jemand, der etwas mit den Menschen vorhat, der den Menschen liebt, bestimmte Ziele verfolgt. Diesen Anthropomorphismus-Vorwurf möchte ich auch wieder diskutieren vor dem Hintergrund der Modelle, die ich Ihnen zuerst vorgestellt habe. Und dann eine dritte Alternative ins Spiel bringen, das Repräsentationsmodell, wie es etwa Reinhold Bernhard vertritt. Und damit habe ich die drei zentralen Modelle genannt, die im Moment in der theologischen Debatte eine große Rolle spielen. Vierter Grund für die Krise vom Handeln Gottes und vielleicht der wichtigste Grund, der, mit dem ich mich persönlich auch am meisten auseinandergesetzt habe, ist das Leiden in der Welt. Und die Frage, wie ich angesichts des Leidens in der Welt noch davon sprechen kann, dass Gott handelt. Wie kann ich sagen, dass Gott mir geholfen hat? Wie kann ich, so drückt es etwa der Atheist Günther Streminger aus, die Votivtafel hinhängen, Maria hat geholfen oder Gott hat geholfen, er war da. Wenn gleichzeitig so viele Menschen Gott vermissen, wenn so viele Menschen in ihrer Not und Verzweiflung gerade diesen handelnden Gott nicht erleben. Das ist wahrscheinlich der Grund, gerade vor dem Hintergrund der katastrophalen Geschichte, gerade in Deutschland im 20. Jahrhundert, warum gerade die deutsche Theologie sich so wahnsinnig schwer damit tut, noch vom Handeln Gottes zu sprechen. Und ich will diesen vierten Punkt ein wenig eingehen, indem ich versuche, Ihnen Stufen in dem Modell vom Handeln Gottes einzutragen,
Und jeweils bei den Stufen werde ich versuchen zu diskutieren, wie man sie theodizeesensibel formulieren kann. Erwarten Sie da jetzt keine wirkliche ausführliche Bearbeitung des Theodizee-Problems von mir. Das wäre ein eigener Vortrag. Ich habe auch gerade ein eigenes Buch dazu geschrieben, aber ich verkneife mir das jetzt hier zu präsentieren, weil es wirklich um Modelle zum Handeln Gottes geht. Ich steige also ein, jetzt in das erste Modell, in das freiheitsanalytische bzw. personale Modell und versuche jetzt also eine Antwort zu formulieren auf den ersten Einwand, den Einwand, dass Gottes Handeln immer eine Einschränkung menschlicher Freiheit ist, eine Beschränkung menschlicher Autonomie und insofern für einen Menschen, der das neuzeitliche Freiheitsdenken ernst nimmt, gar nicht in Frage kommt. Hier haben eine ganze Reihe von Theologen und Theologinnen ein Modell entwickelt, das man als personales Modell bezeichnen kann und das sehr stark von einer Modifikation des Allmachtsbegriffs ausgeht, den Søren Kierkegaard entwickelt hat. Eben der Gedanke von Kierkegaard, dass Allmacht nicht bedeutet, alles logisch Mögliche tun können, dass Allmacht nicht bedeutet, alle nur denkbaren Optionen zu haben und immer Kontrolle auszuüben, sondern die Einsicht, dass Allmacht gerade darin besteht, Freiheit zu eröffnen. Denken Sie etwa, als Sie Star Trek gucken, an Q und die Frage, ob Q allmächtig ist, und dann die Szene, wo er die Commanderin des Raumschiffes für sich gewinnen will und versucht zu verführen. Er verwandelt ihre Kabine sofort in ein verführerisches Schlafgemach, macht einmal Schnitt und sie trägt ein Abendkleid, er macht nochmal Schnitt, er sieht super aus und denkt, jetzt hat er sie sofort für sich gewonnen und sie ist nur genervt. Weil er die Sprache der Liebe nicht versteht, weil er nicht weiß, was es heißt, sie für sich zu gewinnen und er immer nur Zauberkunststücke vollzieht, weil er immer nur Macht zeigt. Deswegen gelingt es ihm nicht, sie für sich zu gewinnen. Ein Wesen, das lieben kann und dafür auf Kontrolle verzichtet, ist mächtiger als ein Wesen, das immer alles kontrolliert und alles bestimmt und alles determiniert. Insofern es die Möglichkeit hat, dass es andere für den eigenen guten Willen gewinnen kann. Und darum geht es jetzt in diesem personalen Modell, dass Gott mit Mitteln der Liebe den Menschen für sich gewinnt, für seine guten Intentionen, dass er ihn freisetzt, aber dann eben nicht in Ruhe lässt, sondern mit den Mitteln der Liebe und damit in einem Freiheitsverhältnis für sich gewinnt. Jürgen Werbig macht das sehr schön deutlich, indem er sagt, dass es für Freiheit immer darauf ankommt, dass ich neue Alternativen, gute, heilsame Alternativen für mein Leben entdecke. Wir sind gerade dann unfrei, wenn wir nicht sehen, wie wir aus der verfahrenen Situation, in der wir uns befinden, herauskommen. Freiheitszuwachs bedeutet an dieser Stelle, dass ich auf einmal sehe, ich kann auch anders. Ich habe nochmal neue und andere Möglichkeiten. Und auf einmal den guten Geist Gottes in sich zu spüren, der mich nochmal wirbt und mich ermächtigt, diesen neuen, besseren Weg für mich zu gehen. Das ist gerade dadurch, dass hier Gott handelt, gerade dadurch, dass er mir hilft, neue Wege zu sehen, befreit er mich. Ohne mich zu determinieren, ohne mich jetzt auf diesen neuen Weg festzulegen. Er zeigt mir heilsame Alternativen und führt mich so in eine größere Freiheit. Das ist hier eigentlich die Idee. Also ein Gott, der mich ruft, ein Gott, der mich wirbt, ein Gott, der mir heilsame Alternativen aufzeigt, mich auch dazu befähigt, diese zu ergreifen, aber mich an keiner Stelle zwingt, diesen Weg zu gehen. Also immer ein dialogisches Verhältnis von Gott und Mensch. Ein Gott, der um mich wirbt. Ein Gott, der mich immer neu in seine größeren Möglichkeiten hineinstellt, aber der mich an keiner Stelle zwingt. Das gerade wäre eigentlich Allmacht zu Ende gedacht, von diesem personalen, freiheitsanalytischen Denken her, was nicht nur Jürgen Werbig, sondern beispielsweise auch Thomas Pröpper oder seine ganzen Schüler Georg Essen, Magnus Stried und andere entwickelt haben. Im englischen Sprachraum John Sanders oder Keith Ward vertreten ein ähnliches Modell.
Es geht eben immer darum, dass Gott in Freiheit in eine Beziehung mit uns eintritt, in der er uns ermächtigt, seinen guten Willen zu tun. Der uns ermächtigt und sich auch davon abhängig macht, dass er nicht anders als durch mich seinen guten Willen tut. So bewegt Gott, so schreibt Giesbeck Ressacke, der auch in diesem Modell denkt, etwa in seinem Buch Der Dreieinige Gott, so bewegt Gott durch sein Wort und seinen Geist die Geschichte, aber mit sehr beweglichen Plänen, die jeweils die Freiheit des Menschen respektieren, dessen freie Entscheidung zur Übernahme seiner Gaben und Aufgaben hat offenbar für Gott selbst Bedeutung. Er übergeht und erzwingt sie nicht, er wirbt und bittet um sie. J.R. Lucas hat dieses Modell versucht, in ein sehr schönes Gleichnis zu packen, das Sie vielleicht kennen, das Gleichnis vom Teppichknüpfer. Die Idee, dass der Teppichknüpfer mit seinen Gehilfen einen Teppich knüpft. Und so knüpft Gott mit jedem von uns den Teppich seines Lebens gewissermaßen. Ich bin dabei frei, die Muster zu wählen. Ich bin frei, die Farben zu wählen. Und Gott sorgt doch dafür, dass am Ende ein guter Ausgang da ist, indem er mir immer neue Alternativen anbietet, indem er mich immer neu motiviert, zu einem guten Ende zu kommen. Aber eben durch und durch ein relationaler Theismus, ein Theismus, der immer das Handeln Gottes in einem Freiheitsverhältnis Gottes zu Menschen denkt und Gott niemals als den denkt, der etwas erzwingt. Handeln Gottes also nur mit Mitteln der Liebe oder wie Jürgen Werbig das ausdrückt, Gott könnte es in seiner Beziehung zu den Menschen nicht wirklich ernst sein, wenn er sich nicht rückhaltlos in sie hineingäbe, wenn er gleichsam neben seiner Liebe noch andere Mittel in der Hinterhand hätte, den Menschen gegenüber seine Macht auszuüben. Gott lässt es tatsächlich auf die Liebe ankommen und er greift nicht zu anderen Mitteln, wenn er mit ihr nicht durchzukommen scheint. Das fasst nochmal ganz gut zusammen die Quintessenz dieses personalen Modells und ich sage sicher nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass das in der gegenwärtigen Theologie die Mainstream-Position ist. Sowohl in der katholischen wie auch in der evangelischen Theologie haben wir in der Regel ein solches personales Modell. Ein solches Denken stark von Kierkegaard herkommt, stark von einem Freiheitsdenken herkommt, bei manchen dann strikt vom Idealismus her denkend, bei anderen etwas mit einer weicheren philosophischen Grundlage, aber immer einem solchen relationalen Theismus und der damit verbundenen Neuinterpretation des Allmachtsgedankens. Wenn man diesen Gedankenzusammenhang oder dieses Modell jetzt mit dem zweiten Einwand konfrontiert, also dem Einwand der Geschlossenheit des Naturzusammenhangs, in denen also so etwas wie Freiheit gar nicht vorkommen kann, weil alles determiniert ist, führt jetzt natürlich in eine ganz neue Diskussion hinein, eigentlich wie verhält sich Freiheit eigentlich zur Determination? Kann ich Akteurskausalität, so würde das in der analytischen Philosophie dann genannt, kann ich die überhaupt denken? Oder zerstört das eigentlich die Autonomie von Naturgesetzlichkeit? Wenn man sich diesen Gedankenzusammenhang klar macht, kann man aus einer freiheitsanalytischen Perspektive erstmal natürlich sagen, Naturgesetze dürfen nicht als unabänderliche, alle Einzelfälle regulierende metaphysische Präskriptionen verstanden werden, sondern haben, das wissen wir spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts, haben deskriptiven, induktiven und statistischen Charakter. Und noch wichtiger, Naturwissenschaften können von ihrem methodischen Zugriff her nur dasjenige erkennen, das quantifizierbar und grundsätzlich reproduzierbar ist. Also nur das, was allgemeinen Gesetzen folgt, was ich eben mit empirischen Analysen untersuchen kann. Und da kann man jetzt eigentlich sehr leicht zeigen, dass es per Definition jetzt so ist, dass damit das Handeln freier Akteure nicht erfasst werden kann. Wenn es Freiheit gibt, dann kann ich sie nicht naturwissenschaftlich erfassen. Kann ich naturwissenschaftlich nicht erfassen, worum es hier geht, weil der Freiheitsakt ja gerade der Akt ist, der nicht reproduzierbar ist.
Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel frage, haben Sie die Freiheit, auf den Tisch zu springen und zu krähen? Also hätten Sie das, könnte das passieren, obwohl Sie wissen, dass die Kamera läuft, dass Sie sich jetzt hier hinstellen und laut als krähen, ginge das? Und ich könnte versuchen, Sie zu provozieren, das zu tun. Und dann könnte ich natürlich behaupten, ich weiß ja, wie Ihre Erziehung ist. Ich kenne genau Ihr Gehirn, ich habe jetzt Allwissenheit, ich weiß eigentlich alles über Sie, Sie können das nicht. Sie schaffen das nicht. Sie können, so wie Sie genetisch disponiert sind und wie Sie erzogen worden sind, Sie haben nicht die Freiheit, tatsächlich auf den Tisch zu springen und zu krähen. Wenn Sie das dann machen, so wie es mir neulich in meiner Vorlesung passiert ist, die Studentin in der ersten Reihe steht auf in einem Hörsaal mit 200 Personen und kräht lauthals, dann würde ich natürlich wie Schopenhauer sagen, das haben Sie ja jetzt nur gemacht, weil ich Sie dazu provoziert habe. Sie haben aber hätten nicht die Freiheit gehabt, ohne die Provokation aufzuspringen und zu krähen. Das heißt, jede Situation, das ist eine triviale Einsicht, ist einmalig. Ich kann deswegen nicht durch Experimente herausfinden, ob ich frei bin. Natürlich würde das jetzt sehr viel Diskussion erfordern, um diese These jetzt im Letzten nochmal genauer zu validieren. Aber ich denke, man kann ganz gut, Keith Walsh hat dazu viele Hinweise gegeben, sich klar machen, dass es nicht darum geht, Lücken zu finden, in denen Gott noch handeln kann, sondern sich klar zu machen, dass wenn ich das Freiheitsdenken ernst nehme, dass ich damit in einer Kategorie bin, die generell nicht durch die quantifizierbaren Methoden der Naturwissenschaft erfasst werden kann. Insofern sagt das Freiheitsdenken, sagt das personale Modell natürlich einfach, was wollt ihr? Ihr habt uns eh nichts zu sagen. Das ist ja auch die typische Situation deutscher Theologie und der klassischen kontinentalen Philosophie, dass sie sagt, warum sollen wir uns eigentlich mit Naturwissenschaft beschäftigen? Das Entscheidende, das worauf es ankommt, das wird ja eh nur im personalen Denken erfasst. Und gewissermaßen von Kant herkommt, habe ich sowieso ja immer schon gedacht, wie Freiheit und Determination zusammengedacht werden können. Beziehungsweise es mit der theoretischen Vernunft eben nicht geht. Und Freiheit als Postulat der praktischen Vernunft doch unumgänglich. Was soll also dieser ganze Aufwand der analytischen Philosophie im Moment, wenn sie sich streiten um den Freiheitsgedanken? Das ist natürlich eine Position, die gerade Sie jetzt wenig befriedigt, wenn Sie in dem Kontext analytischer Theologie und Philosophie denken. Und insofern will ich doch versuchen zu überlegen, jetzt könnte man hier jetzt auch anders argumentieren. Und möchte in dem Zusammenhang jetzt ein zweites Modell ins Gespräch bringen. Zweites Modell, das vielleicht geeigneter sein könnte, auch in ein konstruktives Gespräch mit den Naturwissenschaften einzutreten. Das vielleicht eher dazu geeignet ist, jetzt den Weg der angelsächsischen Philosophie mitzumachen und gewissermaßen nicht so sehr von Kant, sondern mehr von Hume auszugehen. Und zumindest die Grundirritation, die der Empirismus ausgelöst hat, nicht einfach beiseite zu wischen. Und nicht von ungefähr wird ja gerade in der analytischen Philosophie und der damit verbundenen Theologie auch immer wieder jetzt auf ein solches kausales oder kausalanalytisches Modell zurückgegriffen und es taucht immer wieder der Name Thomas von Aquin. Man könnte jetzt überlegen, ob man ganz klassisch mit der thomistischen Unterscheidung von Erst- und Zweitursache nicht viel weiterkommt als mit diesem personalen Modell. Man könnte überlegen, ob Thomas uns nicht das Handwerkszeug an die Hand gibt, mit seinem aristotelischen Ursachenbegriff nochmal wegzukommen von diesem mechanistischen Wirkursächlichkeitsbegriff und eben das kausale Modell zu öffnen hin in andere Dimensionen von Kausalität, etwa die Zielursächlichkeit, ein finalursächliches Denken. Man könnte eben überlegen, ob Thomas damit nicht auch nochmal den Handlungsbegriff weiten kann. Etwa, wenn Thomas unterscheidet zwischen der Produktio, der Hervorbringung und dann aber eben auch der Erhaltung, die auch Handeln ist, Conservatio. Und vor allem dann der Hinordnung und Lenkung, der Motio ad fine. Also ist da nicht eine Weitung möglich von einem solchen thomistischen Ansatz, der nicht von ungefähr deswegen in der analytischen Philosophie so stark rezipiert wird und der ja etwa hier in München auch Tradition hat, denken Sie an Bela Weismar beispielsweise, der dieses Modell aufnimmt, um vom Handeln Gottes zu sprechen und der meint eigentlich zeigen zu können,
dass man hierdurch ein Modell hat, das ganz grundsätzlich Gott in einer Weise denkt, dass er nicht auf der Ebene der Zweitursachen dazwischen funken kann. Eben in dieser interventionistischen Weise, die Thomas Schertl bei ihm sicher schon hinreichend diskreditiert hat. Also dieses Denken, wie bei Bela Weißer macht deutlich, von Thomas her kann ich ein Gedankenmodell entwickeln, das mir klar macht, Gott ist nicht der, der ab und zu mal in der Welt handelt, sondern Gott ist ja der, der auf erstursächlicher Ebene alles immer schon in Gang setzt, es erhält, es hervorbringt und es finalisiert auf seine letzte Bestimmung. Problem ist, wenn man jetzt bei Thomas selbst nachguckt, dann ist es ja so, dass er, ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht, es ihm sehr klar ist, dass Gott, weil ihm die Ordnung der Zweitursachen unterworfen ist, natürlich, wenn er Lust dazu hat, auch auf der Ebene der Zweitursachen handeln kann. In der Summa Theologiae finden sich dazu auch einige Beispiele, wie das etwa aussieht, wenn sich zwei Diener treffen und warum sie sich treffen können, weil Gott dann auch mal auf der zweitursächlichen Ebene handeln kann. Insofern gibt es jetzt dann einige, die sagen, na gut, dann nehmen wir vielleicht nicht direkt Thomas, sondern machen das nochmal in einer transzendentaltheologischen Transformation. Pagana etwa ist hier natürlich der klassische Gewährsmann. Und denken Gott und sein Handeln in der Welt einfach als die Bedingung der Möglichkeit dafür, um überhaupt Ursachen zu denken. Gott also nicht als direkte Ursache, die jetzt auf der zweitursächlichen Ebene ab und zu mal direkt intervenieren kann und das vielleicht sogar tut, sondern Gott, der eben rein auf der erstursächlichen Ebene bleibt. Und dieser Gedanke wird jetzt transzendental interpretiert, also in dem Sinne, dass Gott die Bedingung der Möglichkeit von allem Ursache-Sein ist. Eben nicht die erste Ursache im Sinne von Urknall und da warte Gott die Finger im Spiel, sondern in dem Sinne, denken Sie an die Grundfrage der Metaphysik, Schelling, Heidegger, viele andere stellen Sie, warum ist eigentlich etwas und nicht vielmehr nichts? Antwort: Gott. Also in diesem Sinne, als die Frage nach dem Warum von allem. So kommt Gott ins Spiel, eben wie Karana drückt das aus, der transzendentale Grund allen Tuns aller Geschöpfe. Eben nicht im Sinne, dass er da mehr drin ist als woanders, sondern als der, aus dem alles ist, das wovon her von allem und das woraufhin von allem. Gottes Wirken also, Zitat nochmal von Karana, im menschlichen Wort, im Sakrament, in einer Kirche, in einer Offenbarung, in einer Schrift und so weiter, aber wesenhaft eben nichts anderes als der kategoriale Verweis auf die transzendentale Gegenwart Gottes. Hans-Joachim Höhn spricht ja immer gern davon, nicht, sie dürfen Sakramente oder besonderes Handeln Gottes nicht im Sinne einer Höcker-Theorie denken, dass da mehr Gott drinsteckt als woanders, sondern das ist jetzt der kategoriale Verweis auf das, was sowieso immer schon überall gilt. Eben Gott, der immer schon überall der ist, der Urgrund der Welt ist, der alles auf ihn hin finalisiert und der grässlich anthropomorph gedacht wird, wenn man sich vorstellt, dass er direkt interveniert. Man könnte also davon sprechen, dass Gott wirkt in der Selbsttranszendenz des Menschen, in der Möglichkeit des Menschen, über sich selbst hinauszuweisen, in der Dynamik der Sehnsucht, dem sich ausgreifen nach mehr, dem, worauf er letztlich finalisiert ist. Aber man kann eben nicht mehr sagen, dass Gott jetzt direkt in besonderer Weise an der einen Stelle mehr da ist als an einer anderen. Und da fragt man sich natürlich jetzt von der traditionellen Diskussionslage her, ob das nicht irgendwie deistisch ist, ob das nicht, Reinhold Bernhard nennt das, ein sapiential-ordinativer Deismus ist, weil letztlich Gott nicht mehr in direkter Weise mit dem Menschen interagiert. Wenn Sie jetzt diesen Weg des kausalen Modells deswegen nicht mitgehen wollen, wobei Sie vorsichtig sein müssen, Karana da einfach einzuordnen. Ich habe nur ein Zitat von Karana über das Beten Ihnen noch mitgebracht, um deutlich zu machen, dass man Karana sicher nicht im Sinne eines sapiential-ordinativen Deismus verstehen darf.
Sind wir noch so anthropomorph, so schreibt er da sehr schön in seinem Aufsatz über die Sendung zum Gebet, sind wir noch so anthropomorph in unserem Denken, dass wir zu glauben wagen? Wir könnten mit unserem Schreien und unseren Tränen Gottes Herz zu Taten in dieser Welt bewegen. Oder ist unser Denken so abstrakt, so feig geworden, dass wir das Gebet nur noch als Selbstberuhigung oder nur noch als Beteuerung unseres Hoffens auf einen Erfolg jenseits dieser Geschichte erkennen und gelten lassen? Also bei Rana ganz offenbar der Gedanke, dass Gott tatsächlich mir konkret entgegenkommt, in bestimmten Ereignissen. Und dieser transzendentaltheologische Ansatz scheint mir da eher eine Kriteriologie zu sein, wie ich das genau zu verstehen habe, eben immer als Öffnung auf die Selbsttranszendenz des Menschen, dass der Mensch immer mehr sein eigentliches Wesen realisiert, dadurch, dass Gott mit ihm interagiert. Und insofern bin ich auch gar nicht sicher, ob man Rana wirklich in ein kausales Modell einordnen sollte oder ob er nicht eigentlich auch sehr personal denkt, im freiheitsanalytischen Sinne, das in Gottes Weltverhältnis. Aber wenn wir jetzt wieder in diese Spur geraten, in diese Spur des eher personalen Modells und versuchen, den Ansatz, den thomistischen Ansatz darin zu integrieren, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ob das Denken so nicht anthropomorph wird. Damit sind wir beim dritten Einwand. Ist das nicht letztlich ein hoffnungslos anthropomorphes und zwar frommes, aber mit der Vernunft nicht verantwortbares Denken, zu sagen, dass Gott sich wirklich für mich interessiert, dass er wirklich in einem personalen Verhältnis zu mir steht, dass er etwas mit mir vorhat, dass er also konkret handelt in dieser Welt? Ist es nicht so, dass wenn ich anfange, ein wenig über Theologie nachzudenken, merke, dass das zwar ein frommer Wunsch des Menschen ist und dass die Bibel auch oft so spricht, aber dass der gelehrte Theologe eigentlich sehen muss, so kann das nicht sein. Und da hilft es jetzt nichts, mit Eberhard Jüngel einfach nur zu sagen, dass jedes Denken und jedes Sprechen von Gott ja anthropomorph ist. Man muss wirklich jetzt genau hinschauen, wie uns, und das ist zum Beispiel etwas, was ich meine, was man sehr gut von analytischer Philosophie lernen kann, genau hinschauen, was heißt denn Handeln? Wie verwenden wir denn den Handlungsbegriff? Kann man den jetzt auf Gott anwenden oder nicht? Das möchte ich jetzt im dritten Schritt mit Ihnen besprechen und anschauen. Man sich ein durchschnittliches Lexikon, ich habe jetzt mal das Lexikon für Philosophie, für Theologen, mal einfach aufgeschlagen und geguckt, Artikel Handeln, wie wird das da definiert? Dann werden da vier Merkmale genannt. Diese Merkmale möchte ich kurz mit Ihnen durchgehen. Intentionalität, Medialität, Partikularität und Temporalität. Gehe diese vier Punkte jetzt mit Ihnen durch und versuche zu verteidigen, dass man diese vier Merkmale tatsächlich von Gott aussagen kann. Wenn das gelingt, dann könnte man tatsächlich in dieser Weise vom Handeln Gottes sprechen. Viele von Ihnen werden bei einigen der Punkte sagen, nee, jetzt spinnt er, jetzt dreht er endgültig durch, da mache ich nicht mit. Und deswegen werde ich Ihnen dann anschließend eine Alternative vorstellen, nämlich das Repräsentationsmodell, das dritte Modell vom Handeln Gottes, das ich Ihnen darstellen möchte. Also zunächst mal der Versuch, diese vier Punkte abzuarbeiten und den Gedanken zu verteidigen, dass man das alles vier im Blick auf Gott sagen kann. Also zunächst mal die Kategorie der Intentionalität. Nur Personen haben ja Intentionen und die Frage ist, kann ich Gott Intention, kann ich Gott Absichten unterstellen? Kann ich ihm Freiheit, Subjekthaftigkeit prädizieren? Kann ich ihm eine Intention unterstellen, die ja klassischerweise eigentlich bedeutet, dass sie noch nicht realisiert ist, wenn wir jetzt vom Freiheitsdenken herkommen und nicht jetzt schon bei Thomas sind mit Actus Purus und so, dann habe ich das Problem einer Differenz zwischen den Zielen und deren Realisierung. Und kann ich das von Gott denken? Zerstört das nicht die Vollkommenheit Gottes, dass er noch Ziele hat, die nicht schon erfüllt sind?
dass er Sehnsüchte hat, dass er sich Dinge wünscht, die nicht erfüllt sind. Ist das nicht eine Zerstörung der Vollkommenheit? Weil es ja auch die Unveränderlichkeit Gottes zerstört. Wir wissen natürlich, dass im 20. Jahrhundert die Theologie, auch wegen der Erfahrung von Auschwitz, sich sehr stark für diesen Gedanken geöffnet hat, dass Gott eben nicht unveränderlich ist, dass Gott leidet daran, dass seine Ziele nicht verwirklicht sind, dass Gott mit uns etwas vorhat, was an vielen Stellen noch nicht verwirklicht ist, dass Gott eben tatsächlich der Antwort des Menschen bedürftig ist, um seine Intention der Liebe umzusetzen. Also der Gedanke von Johannes Duns Curtius, Gott will Mitliebende, Gott Deus vult condiligentes, ist dieser Gedanke, dass Gott mit Mitteln der Liebe für die Liebe eintritt und um sie wirkt. Das ist eben ein Gedanke, der, wenn man ihn zu Ende denkt und ernst nimmt, dazu führt, tatsächlich Intentionen in Gott zu denken, die erst geschichtlich realisiert werden. Zweiter Punkt, die Medialität. Also die Frage, ob Gott als ein per Definition ein körperloses Wesen denn im Raum handeln kann. Frage braucht nicht der Begriff Handeln, da steckt ja Hand drin. Im Handeln steckt, dass ich eine Verkörperung, dass es Medialität brauche. Wie kann ich aber, Gott konnte ich ja nicht mit Körper denken, weil ich ihn dann begrenzen würde. Also wie kann ich von einem körperlosen Wesen denken, dass es handelt? Könnte man natürlich Fantasy-Gestalten ins Feld führen und über die diskutieren, oder man könnte über Engel nachdenken. Aber ich möchte das nicht tun, sondern lieber einen Gedanken von Ingolf Dahlfeld aufgreifen, der versucht, dieses Problem zu bearbeiten, indem er die Trinitätstheorie einführt, indem er die Geistwirklichkeit Gottes als die Medialität Gottes beschreibt. Ich würde das gern ergänzen. Nicht nur die Geistwirklichkeit Gottes beschreiben, sondern sagen, in Logos und Geist wären die Instanzen in Gott, die seine Medialität bedeuten, und insofern kann ich ihm Handeln unterstellen, aber eben nur im Logos und im Geist. Das ist gewissermaßen auch der alte ostkirchliche Gedanke, dass Gott uns in diesen beiden Armen entgegentritt, oder der Geist als der Atem des sprechenden Gottes, Logos und Geist, Gott, Logos und Hauch, mit dem Gott uns entgegentritt. Das ist das Handeln Gottes, mit dem er um uns wirkt und sich uns verständlich macht. Insofern meine ich, dass man auch Medialität von Gott aussagen kann. Und dritter Punkt, die Partikularität. Partikularität scheint vielleicht der problematischste Punkt zu sein. Wie kann es sein, dass Gott mir etwas Bestimmtes zeigen und sagen will, mit mir etwas vorhat, was er mit jemand anders nicht vorhat? Ist das nicht so, dass er mich dann bevorzugt? Ist das eine katastrophale Vorstellung, wenn ich zum Beispiel sage, dass Gott tatsächlich mir helfen kann, wenn ich krank bin, und dann ihm hinterher danke, wenn ich wieder gesund bin oder wenn er meiner Tante geholfen hat oder einer guten Freundin. Und dann sehe ich ja die vielen anderen, denen der Krankheit nicht geholfen wurde. Also ist nicht der Gedanke der Partikularität, also schon jetzt so vom Lebensweltlichen her, ein völlig undenkbarer Gedanke. Selbst wenn ich Gott so denken möchte, dass er tatsächlich ein besonderes Verhältnis zu Menschen hat. Ich versuche das meinen Studierenden immer dadurch deutlich zu machen, wenn sie diese Frage stellen, weiß nicht, ob sie überzeugt, ich weiß also aus Erfahrung, dass wir uns dann mal erst zu streiten anfangen, aber nachher dürfen sie mir auch widersprechen. Jetzt müssen sie mir noch zuhören. Also die Frage, wie kann ich das denken oder wie kann ich mir klar machen, dass es sinnvoll sein kann, dass Gott bestimmte Menschen heilt und andere Menschen nicht, dass er bestimmte Gebete in der Weise erhört, wie diese Menschen sich das wünschen, und andere Gebete so erhört, wie sie es sich gerade nicht gewünscht haben. Also der Bergpredigt sagt Jesus ja sehr schön, also Gott wird ja uns keinen Stein geben, wenn ich mir Brot gewünscht habe. Aber er sagt ja nicht, ich kriege ein Brot, wenn ich es mir gewünscht habe. Aber manchmal ist es ja so, dass man ein Brot kriegt, wenn man es sich wünscht. Also manche Menschen werden gesund, wenn sie krank waren. Und meistens ist das nicht der Fall.
Jetzt kann ich da natürlich kommen, und da werde ich gleich auch noch drauf kommen, da gibt es ja gerade in der analytischen Philosophie auch wieder eine schöne Debatte drüber. Ich kann versuchen, von dem Handeln Gottes in der kontingenten Öffnung der Naturgesetze zu sprechen, eben von der statistischen Schwankungsbreite der Naturgesetze und der Tatsache, dass Gott nur in wenigen Einzelfällen direkt intervenieren kann, wenn er die naturale Schöpfungsordnung insgesamt intakt lassen will. Aber dann fragt man sich ja, mit welchem Recht? Also wieso hilft er dann manchmal, ist das nicht ungerecht? Und da, meine ich, hilft das Beispiel, sich klarzumachen oder sich zu überlegen, Sie wären jetzt Ärztin in einer Dschungelstation und Sie haben 10 Patienten, die zu Ihnen kommen, die alle eine bestimmte Krankheit haben, Malaria oder was auch immer, und Sie haben aber nur für eine Person Medizin. Was ist jetzt ethisch besser? Die Medizin wegzuschmeißen, weil es ungerecht wäre, eine Person zu heilen oder eine Person zu heilen. Jetzt würden die meisten wahrscheinlich zustimmen, dass es besser ist, eine Person zu heilen. Aber das Problem ist jetzt welche? Und das ist genau das Problem jetzt, auch im Gott-Mensch-Verhältnis. Also wenn die Bibel jetzt beschreibt, wo hilft denn Gott, wo handelt er rettend, wo ruft er Menschen zu sich, dann können wir daraus zumindest entnehmen, dass sein Kriterium offenbar nicht ist, dass er die Menschen heilt, die besonders nett zu ihm sind. Oder diejenigen, die immer am meisten beten. Oder gar die, die am reichsten sind. Sondern offenbar ist das Kriterium Gottes, wenn wir uns etwa das Alte und Erste Testament anschauen, doch sehr stark, dass er gerade für die eintritt, die zu kurz gekommen sind. Gerade die, die an den Rand gedrängt sind. Gerade die, denen es dreckig geht und denen neue Lebensoptionen eröffnen möchte. Insofern könnte man schon vom biblischen Zeugnis her Gott vielleicht unterstellen, dass er anders als diese Ärztin sogar gute Gründe hat und weiß, wem er da in welcher Weise helfend an die Seite treten kann. Und wenn Sie einen solchen Gedanken also nicht gänzlich absurd finden, dann könnte man tatsächlich von einem besonderen Handeln Gottes sprechen, das in der Unveränderlichkeit der Treue zu seiner Liebe besteht und das darin besteht, dass er konkretisiert im Blick auf den einzelnen Menschen, wie er diesem seine Liebe zeigt. Also dass es gewissermaßen jeder Mensch in konkreter Weise Gottes Liebe gezeigt bekommt, aber in sehr unterschiedlicher, oft auch abgründiger Weise. Vierter Punkt, die Temporalität. Frage: Kann ich überhaupt ein Handeln Gottes im eigentlichen Sinne denken, weil Gott ja jenseits der Zeit ist? Das klassische Modell hier über Boethius. Boethius beschreibt das so: Gott wie der Beobachter auf dem Berg, der gewissermaßen so, wenn Sie neben einer Fronleichnamsprozession zum Beispiel stehen, dann sehen Sie, die alle an Ihnen vorbeiziehen. Aber wenn Sie jetzt auf einem Berg sind, dann sehen Sie die Prozession als Ganzes auf einmal. Und so ist die Idee jetzt mit Gott, dass er eben, weil er auf einem Berg steht, denkbar weit weg ist, alles auf einmal sieht. Dadurch, dass er jenseits der Zeit ist, ist die ganze Geschichte vor ihm in einem einzigen Moment. Deswegen, daran hängt natürlich auch das klassische Bild der Allwissenheit Gottes. Wenn wir das so denken, also wenn wir das klassische Bild nehmen, dann können wir Gott natürlich nicht verzeitlichen. Das ist ja auch das Problem für Thomas von Aquin zum Beispiel, wie er dann das Fürbittgebet denkt, dann kann ich das nicht so denken, dass Gott tatsächlich meine Fürbitte hört und dann darauf antwortet, sondern hat er immer schon zu Beginn der Welt vor der Schöpfung gewusst, wie Menschen beten werden und insofern die Welt immer schon so eingerichtet, dass er auch immer schon darauf geantwortet hat. Also es wird jetzt keine Interaktion von Schöpfer und Geschöpf gedacht, wie in einem personalen Denken. Auch Inkarnation wird schwer möglich. Schwer denkbar, wie Gott jetzt etwas werden soll. Von Karl Rahner stammt da ja der schöne Gedanke, dass uns da die Metaphysik nicht zu Schulmeistern hat, wenn es darum geht, das Geheimnis unseres Glaubens auszudrücken und zu denken. Insofern schon, wenn man sich theologische, die zentralen Ideen des Christentums anschaut, ist dieses Verhältnis, also dieses Verhältnis Gottes zur Zeit eigentlich problematisch. Es ist auch problematisch für das Freiheitsdenken. Problematisch für das Freiheitsdenken, weil man sich fragen kann, wie man eigentlich Freiheit denken soll, wenn Gott jenseits der Zeit mit unfehlbarem Wissen weiß, was in der Zukunft geschieht.
William Hasker, der ein ganz interessanter amerikanischer Philosoph, hat das versucht so deutlich zu machen, dass er uns einlädt zu dem Gedankenexperiment, dass Cuthbert am Samstag ein Leguan kaufen will. Cuthbert geht also jetzt Samstag los und will ein Leguan kaufen, aber die Frage ist, ob Gott heute schon weiß, ob er das am Samstag tatsächlich tun wird. Wenn wir das in diesem klassischen Modell denken, dass Gott jenseits der Zeit ist, dann sieht er natürlich mal, heute hat er die Intention, ein Leguan zu kaufen und am Samstag, das sieht Gott ja genauso, sieht er, dass er es tut und von daher muss Gott das wissen. Jetzt gibt Hasker aber zu bedenken, dass das dazu führt, dass Gott, wenn er jenseits der Zeit immer schon weiß, was an dem Samstag geschieht, dass dann heute schon wahr ist, dass Gott heute mit unfehlbarem Wissen weiß, dass am Samstag ich den Leguan kaufen will, den Leguan kaufen wird. Und da gibt es jetzt eine sehr ausgiebige Diskussion drum, ob das nicht den Freiheitsgedanken ausschließt. Luther schon war der Auffassung, dass dieser Gedanke den Freiheitsgedanken ausschließt und hat deswegen gesagt, das war einer seiner Gründe in der Libero Arbitrio, dass wir nicht frei sind, weil er die Allwissenheit Gottes nicht reformulieren. Deserviert, Entschuldigung, das war Erasmus in der Libero Arbitrio. Sehen Sie, ich werde schon langsam gräsig, aber ein bisschen halte ich noch drin. Und Sie hoffentlich auch. Also eine Stunde wurde mir gesagt, darf ich auf Sie einreden. Das werde ich also auch ausnutzen. Insofern noch ein bisschen weitermachen. Ein weiteres Problem der klassischen Allwissenheitsgedankens ist, dass sich kein indexikalisches Wissen denken lässt bei einem allwissenden Wesen, wenn es jenseits der Zeit ist. Also kein Wissen, wie was hier und jetzt der Fall ist. Gott ist dann wie jemand, der einen perfekten Kinofilm gedreht hat, also der Regisseur eines Kinofilms, der den Film natürlich besser kennt als jeder andere. Und der auch weiß, in welchem Kino, zu welchem Zeitpunkt, welche Szene gespielt wird. Aber der nicht weiß, was jetzt gerade im Kino gesehen wird. Weil Gott eben nur ein ewiges Jetzt hat und insofern diese Unterscheidung zwischen Jetzt und einem anderen Jetzt aus der göttlichen Perspektive gar keinen Sinn hat. Damit wird Zeit aber eigentlich zu einer Illusion und die Frage ist, ob damit die Leidensgeschichte der Welt nicht trivialisiert wird. Ob wir nicht zu einer Reihe von sehr kontraintuitiven Konzeptionen kommen müssen, wenn wir das so denken wollen. Sodass in der analytischen Philosophie es jetzt einige gibt, die als Alternative ins Spiel bringen, Gott nicht als jenseits der Zeit zu denken, sondern Gott so zu denken, dass er zwar der Ursprung der Zeit ist, das ist klar, also das wissen wir von der Relativitätstheorie, dass sich Zeitlichkeit nicht ohne Materialität denken kann. Es gibt keine absolute Zeit und selbst wenn es sie gäbe, könnte Gott ihr nicht unterworfen sein. Also es ist klar, Gott muss als Schöpfer der Zeit gedacht werden. Aber dass Gott insofern eher in ein Freiheitsverhältnis zur Welt eintritt, sich dazu bestimmt, sich auch von Zeit bestimmen zu lassen, in seiner Medialität, in Logos und Geist. Sodass, wenn Sie es jetzt prozessphilosophisch ausdrücken wollen, es gewissermaßen diese zwei Pole in Gott gibt, den unzeitlichen und den zeitlichen Pol, und dass der Gott in seinem zeitlichen Pol der biblische Gott auf dem Weg mit uns ist, der mit uns unterwegs ist, der sich von uns überraschen lässt und der eben heute auch noch nicht mit unfehlbarem Wissen weiß, ob Cuthbert sich am Samstag ein Leguan kaufen will. Vielleicht war jetzt spätestens dieser vierte Punkt der Punkt, wo Sie ausgestiegen sind und gesagt haben, der spinnt, dann würde ich Ihnen eine Alternative gerne anbieten wollen. Also das als kleine, nochmal kleine Unterstreichung, falls Sie noch nicht ausgestiegen sind, Keith Ward, der, wie ich finde, sehr schön deutlich macht, dass wirkliche Liebe immer partikular ist, immer in einem solchen Verhältnis gedacht werden muss, in dem eben ein solches Hin und Her besteht. Aber wenn Sie da also Ihnen das zu anthropomorph ist und Sie da nicht mitgehen wollen, dann wäre vielleicht eine Alternative, das dritte Modell, das ich Ihnen heute Abend vorstellen will, das Repräsentationsmodell, das Reinhold Bernhard, den Sie da oben freundlich zu Ihnen lächeln sehen, ein Kollege aus Basel, entwickelt hat. Er will damit einen Paradigmenwechsel begründen, das jetzt den Kausalitätsbegriff nimmt, und das eigentlich ernst nimmt, was ich eben schon angedeutet habe, will den Kausalitätsbegriff befreien vom Gedanken der Wirkursächlichkeit und Kausalität
als Movens beschreiben, als Finalursächlichkeit. Gott erscheint hier als Impulsgeber. Gott erscheint als eine Präsenz, die uns in eine bestimmte Richtung lockt. Reinhard Bernhard beschreibt das so: Wenn ein bestimmter Mensch einen Raum betritt, wenn jemand reinkommt, dann verströmt er eine bestimmte Atmosphäre. Vielleicht war das heute Abend, als ich reinkam, so, dass sie gleich, als ich reinkam, schon einen Schreck bekommen hatten und dachten, wer ist das? Wie auch immer es war, Menschen haben eine bestimmte Ausstrahlung. Und das meint Reinhard Bernhard, so denkt er das Handeln Gottes, dass ich in eine Ausstrahlung hineinkomme, in ein Kraftfeld. Es gibt manche Menschen, charismatische Persönlichkeiten, die sehr viel Ausstrahlung haben. Menschen zu begeistern vermögen, allein durch ihre Präsenz. Ohne dass sie so viel reden wie ich heute Abend. Also allein durch ihre Präsenz zu begeistern vermögen. Und die Idee ist, dass Gott so etwas ist wie ein Kraftfeld. Wie ein überpersonales Kraftfeld, das uns ergreift, das uns verwandelt, das uns Impulse gibt, das uns auf neue Ziele hin öffnet. Und dass dieses Kraftfeld, und das ist eben der Unterschied jetzt zu dem klassischen transzendentaltheologischen Modell, dass dieses Kraftfeld an bestimmten Orten besonders ausgeprägt ist. Dass es eben Menschen gibt, die sich Gott geöffnet haben und die das ausstrahlen. Dass es Orte gibt, vielleicht in manchen Klöstern, wo sehr viel gebetet wurde und die das ausstrahlen. Dass es Orte gibt, die diese Präsenz Gottes, die Bernhard als Kraftfeld der Liebe beschreibt, da hat er natürlich einen Gedanken von Pannenberg aufgenommen, dass dieses Kraftfeld der Liebe, Kraftfeld der Freiheit, Shape of Freedom von Hodgson, hat er auch diesen Gedanken, dass dieses Kraftfeld der Liebe und Freiheit Menschen von innen her verwandelt. Dass Gott eben nicht überall in gleicher Weise da ist, sondern tatsächlich partikular handelt. Aber eben jetzt nicht mehr gedacht als Gott, der da sitzt und sich überlegt, wem helfe ich? Helfe ich da oder helfe ich hier? Sondern Gott als die sich verströmende Liebe, als die Geistwirklichkeit, die in diese Welt hineingeht und sie von innen her verwandelt. Und dafür eben auf uns angewiesen ist als seine Mittäter und Mittäterinnen, als Mithandelnde, als die, die, indem sie sich dieser Geistwirklichkeit öffnen, für Gott eintreten und heilsam die Schöpfung in seinem Sinne verwandeln. Gott wirkt dann nicht durch Zwang, sondern durch Überredung. Das ist die Gemeinsamkeit dieses Modells mit der Prozessphilosophie, der Prozesstheologie. Und Gottes Handeln wäre immer erfahrbar, begreifbar in jedem schöpferischen, erneuernden, erlösenden, jeder befreienden Wirkung. Da merken Sie die Verwandtschaft mit Ranas Denken, mit dem Gedanken der Selbsttranszendenz. Innovative dabei der Gedanke des Kraftfelds. Und damit auch der Versuch, das anthropomorphe, personale Denken hinter sich zu lassen. Vielleicht finden Sie das reizvoll, vielleicht lockt Sie das eher, und dann bitte ich Sie eben einfach nur, um über den Punkt nachzudenken, der ist jetzt kein Totschlagargument dagegen, sondern einfach nur, was man sich einkauft, wenn man diese Theorie unterstützt. Das Problem ist natürlich, dass man letztlich nicht mehr weiß, ob Gott sich mit seinem guten Willen tatsächlich durchsetzen wird. Gott ist gewissermaßen ein Spieler, ein Gambler, der ein großes Risiko eingeht. Im Grunde wird jetzt das Modell, das personale Modell, nochmal radikalisiert. Weil Gott jetzt wirklich alles aufs Spiel setzt in der Geschichte. Alles aufs Spiel setzt, weil er ohne uns als seine Mithandelnden die Geschichte nicht zum guten Ende führen kann. Bernhard versucht das dadurch etwas zu relativieren, dass er vom postkurativen Wirken Gottes spricht. Auch ein sehr biblischer Gedanke, dass Gott im Nachhinein erst erkannt wird, im Nachhinein Dinge zu wenden vermag. Also, falls Sie mal Marathon gelaufen sind, eben wenn ich in Kilometer 38 bin, denke ich, es gibt nur noch Leiden und Katastrophe. Aber von hinten her, wenn ich dann mal am Ende des Marathons gelaufen bin, dann sehe ich, dass gerade das so ein schöner Moment war. Dass gerade dieser Moment des Leidens dazugehört und mich zum großen Ziel bringt. So würde Reinhard Bernhard
sagen Sie, alle sind vielleicht noch bei Kilometer 38, wenn überhaupt. Und postkurativ hilft Gott dann vom guten Ende her, das Ganze nochmal ins Gute zu wenden. Theologisch gesehen kann man allerdings auch nochmal fragen, ob hier die Rolle Jesu Christi ausreichend gewürdigt wird oder ob hier nicht mit dieser pneumatologischen Zuspitzung des Gedankens vom Wirken Gottes etwas Entscheidendes aus einer Theorie vom Handeln Gottes unterschlagen. Das sind die drei Modelle, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und ich möchte jetzt noch kurz, 5 Minuten habe ich noch, wenn ich meine Uhr nicht drückt, möchte Ihnen noch kurz versuchen, das Ganze jetzt ein wenig für die Diskussion griffiger zu präsentieren, indem ich 4 verschiedene Stufen des Handelns Gottes unterscheide. Stufen des Handelns Gottes, über die man vielleicht auch ganz gut nochmal herausfinden kann. Wie weit will ich mitgehen? Wo will ich mitgehen? Wo steige ich aus? Erste Stufe, da sind sich noch alle einig, außer vielleicht der Prozessphilosophie, Prozesstheologie, die ich Ihnen aber ja auch nicht näher vorgestellt habe. Gott ist der, ohne den nichts ist. Das heißt jetzt nicht, also Creatio ex nihilo meint natürlich nicht, dass Gott jetzt da also sitzt und sagt, so, ab jetzt ist etwas. Das ist natürlich ein völlig absurder Gedanke, weil er Zeitlichkeit hineindenkt in einen Prozess, der nicht zeitlich ist, also auch kein Prozess ist, den ich auch nicht mehr denken kann, sondern nur als Grenzbegriff des Denkens festhalten kann. So, Creatio ex nihilo meint nicht, erst war nichts und dann hat Gott etwas geschaffen, zumindest kann man das nicht denken, sondern Creatio ex nihilo meint einfach nur, alles was ist, ist, weil es von Gott geschaffen ist. Er ist das Wovon her von allem. Insofern kann ich die Creatio ex nihilo auch nicht ohne die Creatio continua denken, eben ohne das kreatürlich vermittelnde allgemeine und ständige Schöpfungswirken Gottes. Zumindest da sind sich alle Theologen und Theologinnen einig, egal welches Modell man vertritt. Die Antwort auf die Frage, warum ist eigentlich etwas und nicht vielmehr nichts, ist für alle Theologen und Theologinnen dann doch noch Gott. Spannend wird es auf der nächsten Stufe, eben bei der Frage nach dem besonderen Handeln Gottes. Darf ich überhaupt ein besonderes Handeln Gottes denken? Und da würden jetzt viele, die ein personales Modell vertreten, und ordentlich auch alle anderen, auch in einem Repräsentationsmodell und einem kausalen Modell, diese Stufe 3a einbeziehen, die ein Handeln Gottes denkt durch menschliche Akteure. Da, wo menschliche Akteure sich dem Geist Gottes öffnen und liebend füreinander eintreten, da handelt Gott. Ubi caritas Deus ibi est et agit, so drückt Hans Kessler das aus. Da, wo Gott, wo die Liebe ist, da ist Gott und da handelt er. Das ist ein Punkt, den ich jetzt Ihnen gar nicht näher ausführen kann, weil ich möchte, weil er sicher auch nicht kontrovers ist. Frage ist, ob das alles ist. Was ist, wo sich Menschen dem Geist Gottes nicht öffnen wollen, nicht öffnen können? Was ist da, wo eben nicht die liebende Zuwendung da ist? Wenn Eltern sich ihrem Kind liebend zuwenden, handelt Gott an diesem Kind. Karl Barth hat das sehr schön gesagt, dass die Schöpferliebe den vollkommensten Ausdruck in der Liebe der Eltern zu ihrem Kind findet. Aber was, wenn diese Liebe dem Kind gerade verweigert? Also was, wenn eben diese zwischenmenschliche Liebe nicht da ist? Ist dann das Handeln Gottes zu Ende? Viele würden sagen, ja, gerade wenn sie im Personalen. Und wenn ihnen das nicht reicht, sind sie gefährlich nah am Interventionismus. Und hoffentlich hat Thomas Schertl ihnen das so ausgeredet, dass ich jetzt sie sofort nicht pressen und weiter. Aber ist es nicht so, jetzt 3b, dass viele Glaubende den Eindruck haben, und ich muss zugeben, auch ich habe diesen Eindruck, dass es im Gebet so etwas wie eine personale Interaktion mit Gott gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so mit kleiner Mann im Ohr, Gott erzählt mir Dinge und so. Das ist mir auch klar, dass das anthropomorph gedacht ist. Aber ist es nicht so, dass ich Fragen Gott vorlege, also zumindest ich kann das für mich sagen und dachte auch, das sei typisch für christliche Spiritualität, die ignatianische Spiritualität etwa, dass ich Gott Fragen vorlege und auch erwarte, dass er mir antwortet.
dass vielleicht auf einmal eine Klarheit in mir entsteht nach dem Beten. Dass ich auf einmal spüre, in welche Richtung ich mein Leben zu entwickeln habe. Dass ich vielleicht auch, selbst wenn ich nicht bete, Zeichen da sind, Paulo Coelho, da ja Weltmeister, Romane zu schreiben, die das beschreiben. Zeichen auf meinem Weg, die mich locken in eine bestimmte Richtung. Wie ich jetzt intramental denken kann, also als eine Klarheit, aber sobald sie das denken, sind sie eigentlich schon gefährlich nah am Interventionismus, sind sie jedenfalls in einem besonderen Handeln Gottes, denn auch ein intramentales Handeln Gottes muss ja neuronale Korrelate haben und ist insofern eigentlich ein Eingriff in die Schöpfung. Insofern ist es dann auch nicht mehr weit, also man könnte natürlich Abraham als biblisches Beispiel für diesen Punkt nehmen, ist es dann auch nicht mehr weit, ein Handeln Gottes zu denken, nicht nur in meinem Kopf, nicht nur intramental, sondern tatsächlich in der Welt. In der Welt, und zwar, wenn Sie es jetzt nicht interventionistisch konzipieren wollen, in der kontingenten Öffnung der Natur. Also ein Handeln Gottes, so drückt William Alston das etwa aus, oder auch Richard Swinburne, ein Handeln Gottes in der statistischen Schwankungsbreite der Naturgesetze. Also ein Handeln Gottes, dass ich nicht all solches naturwissenschaftlich nochmal festschreiben kann, sondern dass innerhalb der statistischen Schwankungsbreite der Naturgesetze verborgen bleibt und doch konkret meinen Alltag verändert. Hans-Christian Schmidbauer nimmt dafür ein schönes Beispiel in seinem Buch über das Wirken Gottes. Er schildert uns eine Situation in Südamerika, also sie fahren mit dem Bus durch Südamerika. Ich schmücke das noch ein bisschen aus, damit es noch ein bisschen interessanter wird, jetzt ganz am Schluss, weil sie auch denken, ich muss langsam mal aufhören, dann will ich wenigstens noch ein schönes Beispiel am Ende erzählen. Also sie sind da in Südamerika in diesem Bus und haben Liebeskummer. Sie sind deswegen nur nach Südamerika, weil also ihre Freundin Schluss gemacht hat und sie wollen sich umbringen. Sie fahren mit diesem Bus Richtung Nirvana. Und dann auf einmal muss der Bus einen Umweg machen, weil ein Baum umgefallen ist. Ein Baum versperrt den Weg und sie fahren jetzt auf einem anderen Weg und kommen deswegen in ein Dorf, wo ihnen ein guter Freund begegnet. Der ihnen erzählt, pass auf, deine Freundin hat sich das nochmal überlegt, du musst ihr dringend schreiben und melde dich bei ihr. Schmidbauer schlägt vor, dass Gott diesen Baum hat umfallen lassen, weil er wusste, dass der Freund in dem anderen Dorf ist. Den hat er nicht dahin geschickt, aber er wusste halt, dass er da ist und dachte, es ist jetzt eigentlich irgendwie schade, dass der arme Tropf sich umbringt, weil er könnte ja auch seinen Freund treffen, weil so dramatisch ist die Situation ja gar nicht. Die Frage ist, lässt Gott ab und zu Bäume umfallen? Und wenn Sie jetzt, je nachdem, welche Theorie Sie da vertreten, wenn Sie etwa eine bestimmte Kombination von Quanten- und Chaostheorie entwickeln wollen, wie das Robert Russell oder Nancy Murphy tun, dann können Sie da versuchen, einen auch naturwissenschaftlich plausibilisierbaren Gedanken zu entwickeln, dass Gott diesen Baum durchaus umfallen lassen kann, ohne damit Naturgesetze eine natürliche Schöpfungsordnung zu zerstören. Und man könnte dann eben anfangen, so auch bestimmte biblische Geschichten zu deuten und solche Romane wie den Alchemisten zu verstehen. Ich könnte natürlich auch sagen, das ist alles Quatsch, warum dieser ganze Aufwand, Gott handelt halt, wo er will, und er durchbricht halt manchmal die Naturgesetze. Warum sollte er das auch nicht tun? Und sprechen dann eben, das wäre dann die vierte Stufe, von einem unvermittelt radikal innovatorischen und besonderen Handeln Gottes. Etwa als Vollendungshandeln in der Auferstehung, aber wieso nicht öfters in allen Wundern? Problem, und damit schließe ich auch, Problem ist, dass wenn Sie das so denken, also dann tatsächlich in einem wörtlichen Sinne interventionistisch, also das Handeln Gottes als Durchbrechung der Naturgesetze, dann meine ich, kommen Sie angesichts des Theodizee-Problems in eine unlösbare Situation. Deswegen würden sich die meisten Theologen und Theologinnen im Moment auf jeden Fall gegen diese Stufe sträuben. Und dann ist die spannende Frage, wie weit gehe ich in der dritten Stufe? Gehe ich da so weit, dass ich auch ein Handeln Gottes, das so konkret ist, dass es diesen Baum umfallen lässt oder mir bestimmte, nach dem Gebet nochmal bestimmte Klarheit schenkt, will ich da so weit gehen oder ist mir das zu anthropomorph? Und dann kann das dann, je nachdem, wie man das dann sieht, mit unterschiedlichen Modellen unterfüttern.
Das wollte ich Ihnen ein wenig darstellen. Ich denke, durch die Art meiner Darstellung ist auch deutlich geworden, dass ich persönlich bis 3C mitgehe und ich persönlich auch das personale Modell dafür sehr hilfreich halte, aber gar nichts dagegen habe, das durch das Kausative, so nennt Reinhold Bernhard sein Modell, zu ergänzen. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie das sehen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.